Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Undead und heute spielen wir Pokepark wie Pikachus großes Abenteuer. Ja. Und dann starten wir gleich mal los hier. Dies ist ein Let's Play, ein Spiel, was ich schon gespielt habe. Also es wird kein Blind Let's Play sein und ich kann mir direkt ein Profilbild aussuchen. Komm, ich mach mal das hier. Ja. Und ja, was soll ich zu dem Spiel großartig sagen? Es ist eine Art Minispielsammlung mit Adventure-Modus. Ja, eingerichtet, Spielstand. Und ja, und es geht halt im Prinzip einfach darum, dass man halt einzelne Pokémon kennenlernt, sage ich mal. Ich guck mal hier noch die Einstellung kurz. Dann funktionieren wir ja einen haben. Ja, okay, alles klar. Textgeschwindigkeit mache ich mal, glaube ich, schnell. Ja, das macht vielleicht Sinn. Profilbild kann ich schon mal ändern. Und nee, okay, alles klar, passt. Wie ihr auch seht, hier das Spielpasswort. Aber erstmal nochmal hier. Ja, es ist eine Minispielsammlung mit Adventure-Modus. Und im Grunde geht es in dem Spiel darum, dass man halt Pokémon kennenlernt und Freunde findet. Und auch dementsprechend auch stärker wird, wenn man halt von denen was lernt. Aber erstmal hier das Intro laufen lassen, gell? Pikachu mit seinen Freunden. Vor allem irgendwie jede Generation irgendwie ein Pokémon. Und da ist Mew! Ja, von Pokémon Snap hier einfach mal hergeflogen. Ui. Auf jeden Fall natürlich wieder zu aufgedreht in dem Sinne. Ja, toll. Wenn jetzt Pikachu da reingefallen ist, müsst ihr auch alle mit rein. Ich will aber nicht. Doch, geh da rein. Ja, und einfach mal komplett durch Raum und Zeit irgendwie. Ja, man sollte vielleicht einen Fallschirm mitnehmen oder sowas. Ich meine halt nur so ein bisschen. Oh Mann, Pikachu. Pikachu heißt du also? Das ist aber ein reizender Name. Ich bin Mew und ich habe eine große Bitte an dich. Ich möchte, dass du mir hilfst. Das Himmelsprisma, dem wir Eintracht und Frieden hier verdanken, ist zerbrochen und die Splitter liegen über dem ganzen Pokepark verstreut. Ohne die Kraft des Himmelsprisma droht der Himmelsgarten auf dem Pokepark herabzustürzen. Ich bitte dich inständig, uns zu helfen. Erinnert direkt irgendwie... Ich bin gerade im... Das Teil, also der Splitter, das sah eben fast so aus wie das seltene Fragment von Team Kirby Clash Deluxe. Was geht ab? Ich möchte dich bitten, dieses Prismensplitter einzusammeln. 14 Prismensplittern gibt es insgesamt. Und sie befinden sich im Besitz besonderer Pokémon hier im Pokepark. Wie findest du im Himmelsgarten? Enttäusch mich bitte nicht. Mache mir nicht, wenn du mir hilfst, dass ich lande, ohne dass ich mir alle Knochen breche. Wobei Pikachu ist scheinbar schon gelandet, gell? Blinzel, blinzel. Ah, Plaudergei. Du bist also nicht von hier, stimmt's? Hä, wer ich bin? Willst du wissen? Ich bin Plaudergei, der Fremdenführer des Pokeparks. Wenn du dich ruhig an mich, wenn dir irgendwelche Fragen hast. Wenn du irgendwelche Fragen hast. Wie, du suchst also deine Freunde, Glumanda, Blinfa und Endivir? Nun, die habe ich hier leider nicht gesehen. Tja, anscheinend bin auch ich nicht allwissend, aber du wirst ihnen im Pokepark gewiss über den Weg laufen. Ich begleite dich dorthin, folge mir. Folge mir einfach. Ah, man hat irgendwie direkt gute Laune bei der Musik hier. Folge Plaudergei, halte die Wii-Fernbedienung waagerecht und bewege dich mit Steuerkreuz. Pika, pika, pika. Ja, so das Spiel ist halt wirklich, wie gesagt, so eine Minispielsammlung, so ein bisschen gemacht für jüngere Spieler. Aber... Es macht trotzdem Spaß, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir auch den zweiten geholt, was ich mir auch danach noch spielen möchte, aber erstmal hier den spielen. Ich komme noch zu mehreren Sachen, wenn ich halt hier mal das Tutorial durchlaufen habe, weil ich lasse mich zu sehr ablenken immer mit dem, was ich am Vorher quatschen möchte. Oh, da bist du ja. Ich wollte deine Fähigkeiten noch ein wenig prüfen, bevor du in den Pokepark gehst. Du kannst doch sprinten, oder? Ramme diese Holzkiste dort aus dem Sprint. Bei deiner Sprintfähigkeit sollte es dir gelingen, die sie ins Bein zu brechen. Betätige 1, um loszusprinten. Du kannst Holzkisten zerbrechen, wenn du sie aus dem Sprint rausrammst. So rum.
Ja, und was man vielleicht auch schon ein bisschen festgestellt hat hier, die Pokémon sagen so ein bisschen ihre eigenen Namen, gell? Mitunter findest du Beeren und Items, die du einer, wenn du eine Holzkiste zerbrichst, berühre eine Beere und sie gehört dir. Dann mal her damit. Juhu. Ja, eine Beere sind 10 Beeren. Na, Plaudergei. Sehr gut, dir ist es also gelungen, die Holzkiste in zwei zu brechen. Lass mich als nächstes deine Sprungfähigkeit überprüfen. Im Park gibt es nämlich viele Orte, die unerreichbar bleiben, wenn du nicht springst. Siehst du diesen ungestürzten Baum? Ich warte auf der anderen Seite, überspringe ihn und komm zu mir. Drücke 2 kurz, um niedrig zu springen, beziehungsweise halte 2 so rum. Länger gedrückt, um einen hohen Sprung auszuführen. Ja, das ist halt wirklich... Yay! Aber man hat ja dann eben meistens das Gefühl, dass man halt immer ganz lang auf dem Knopf bleibt, gell? Yay! Gut, springen und sprung... SP und SP, gell? Gut, Sprint und Sprung scheinst du nun ausreichend zu beherrschen. Somit kann ich dich jetzt ruhigen Gewissens in den Pokepark führen. Amüsieren kannst du dich im Park auf ganz unterschiedliche Arten. Du kannst beispielsweise einen Wettstreit gegen ein anderes Pokémon austragen, fangen... Erfreut sich dabei unter allen Wettstreitern der größten Beliebtheit. So, dann werde ich dir einmal erklären, wie man Fangen spielt. Beim Fangen geht es darum, den Gegner innerhalb eines begrenzten Zeit in einer begrenzten Zeit anzurempeln. Du gewinnst, wenn es dir gelingt, ihn aus dem Sprint heraus anzurempeln. Bereit? Los geht's! Versuche, mich aus dem Sprint anzurempeln. Sozusagen so ein... Man rennt ihn hinterher in dem Sinne. Wie man sie halt berührt. Und das ist auch so eine gewisse Sache, also die Kamera, die folgt relativ gut. Aber, und es ist auch nicht wirklich schwierig, wie man es ja gerade gesehen hat, bravo. Aber, ja, so tut man halt die Pokémon teilweise sich miteinander befreunden. Ah, dir macht es anscheinend Spaß, anderen umzustoßen. Mir ist jetzt noch ganz schwindelig, aber lieber zu stark als zu schwach, richtig? Du wolltest doch so, da. Wolltest du es doch. Das Fangen sollte dir nun kein Problem mehr bereiten. Nun, als nächstes erkläre ich dir etwas zu den Beeren. Behältst du im Wettstreit die Oberhand, so hat dies für dich 2 positive Auswirkungen. Du kannst so Freundschaften schließen, da dein Gegner nach deinem Sieg im Wettstreit automatisch dein Freund wird. Doch die Vorzüge der Freundschaft lassen sich nur schwer in Worte fassen. Bitte? Ob wir... Aber sicher doch. Natürlich sind wir beide jetzt auch Freunde. Alles verstanden, dann fahre ich fort. Eine weitere positive Auswirkung eines Sieges im Wettstreit sind die Beeren. Ja gut, Plauderkai ist eh so redebegabt, gell, in dem Sinne. Gepassener Tutorial-Charakter. Ich habe dir eben welche gegeben, nicht wahr? Du erhältst sie aber nur, wenn du im Wettstreit siegst. Wozu sie nützlich sind, erfährst du dann im Pokepark. Das wäre es vorerst. Von meiner Seite, ich erwarte dich im Pokepark. Hä? Plauderkai, halt doch mal die Klappe. Oh, und da ist ein Haspirohr. Ja, und da hört man es halt auch. Die sagen halt echt ihren Namen. Und das müsste eigentlich in jedem Pokémon-Spiel so sein. Haspirohr, guten Tag. Du bist auch auf dem Weg in den Pokepark. Es ist ein ganz hinreißender Ort, wo man sich mit vielen Pokémon anfreunden und zahlreichen Spielen teilnehmen kann. Es befindet sich jenseits dieses Waldes. Ich mache mich schon einmal auf den Weg dorthin. Wir sehen uns dann dort. Quietsch, quietsch. Okay. Vor allem, das Haspirohr kommt einfach vorbei und sagt, oh ja, guck mal, da ist ein Pikachu, ist vollkommen egal und... Hey, relaxo. Betätige 2 in der Nähe... relaxo. Betätige 2 in der Nähe eines anderen Pokémon, um dieses außer anzusprechen. Hat dir ein Pokémon etwas mitzuteilen, erscheint über seinen Kopf eine Sprechblase. Sprich ein solches Pokémon doch einfach mal an. Ja, Haspirohr, ich glaube, hier kommen wir nicht vorbei, wenn der Fettsack hier noch rumsitzt. Ah, da bist du ja wieder. Ich habe schon auf dich gewartet. Relaxe versperrt leider den Weg zum Pokepark, aber du bist doch sicher imstande, eine Elektroattacke einzusetzen, nicht wahr? Wecke Relaxe bitte mit dieser Attacke auf. Wende deinen Donnerblitz an. Du kannst deinen Donnerblitz einsetzen, indem du A betätigst. Die Attacke verfehlt jedoch ihre Wirkung, wenn sie nicht genau auf den Gegner gerichtet wird. Du kannst das Sichtfeld auf Gegner in deiner Nähe ausrichten, indem du B drückst. Sollte kein Gegner in Reichweite sein, richtet sich das Sichtfeld bei Betätigung von B nach Pikachus Blickrichtung aus. Also, dass man halt so die Kamera dann drehen kann. Und dann ansonsten bei ihm hin, in die Richtung. Ja, typische Standardattacke von Pikachu, gell? Relaxo, was ist denn da los?
Ich gehe woanders pennen. Ich bin doch einfach nur müde. Tschüss. Ja, also das, man merkt halt schon so ein bisschen den Charme von dem Spiel hier. Das ist halt wirklich, ja, einfach nur knuffig und fröhlich gemacht. Dankeschön, jetzt kannst du dich in den Pokepark begeben. Wir treffen uns dann dort. Mit deiner Geschwindigkeit bin ich erster da. Und Laxe, du pennst halt jetzt noch eine Weile. Lass mich in Ruhe. Relaxo! Ja, Relaxo ist eigentlich auch einer von diesen Pokémon, wo halt jeder kennt. Wirklich jeder. Auch wenn man nicht unbedingt jetzt mit Pokémon groß was am Hut hat. Da bist du ja wieder. Ich möchte dir nämlich noch etwas geben. Pokepark-Album erhalten. In diesem Pokepark-Album werden die Namen aller jener Pokémon verzeichnet, mit denen du befreundet bist. Schließlich bereitet im Pokepark nichts größere Freude, als mit vielen verschiedenen Pokémon Freundschaft zu schließen. Überprüfe die Einträge im Album, wenn du glaubst, neue Freunde gefunden zu haben. Es ist wahrlich kein Kinderspiel, das Album zu vervollständigen. Öffne das Pokepark-Album durch Drücken von Plus und gewinne einzig in Pikachu-Statuswerte. Sowie Informationen zu mit dir befreundeten Pokémon. Ich sollte mal aufhören, nicht zu schnell zu reden, sonst verwurschtel ich immer die Wörter. Solltest du das Spiel beenden wollen, kannst du ferner den bisherigen Spielstand speichern, indem du im Pokepark-Album die Option Spielspeichern auswählst. Plauderkai ist jetzt dein Freund. Na, lässt mich noch nicht vorbei. Hast du mir überhaupt zugehört? Öffne einmal das Poke-Album. Achso, ja, okay. Ja, mit dem Profil hier, meine Freunde. Wie ihr es auch schon gesehen habt, dieses Buch nebendran, also dieses Logo, das zeigt auch gleichzeitig, wenn man mit einem Pokémon befreundet ist. Hier könnte man speichern. Können wir ja mal machen, einfach so. Einfach nur gucken, wie es geht. Nein, nicht beenden. Geht zumindest schnell. Und, seht mein Name dran? Erscheint neben dem Namen des Pokémon, mit dem du sprichst, das Pokémon im Pokepark-Album, so bedeutet dies, dass ihr befreundet seid. Solltest du und das andere Pokémon gute Freunde sein, so erscheint neben dem Namen ein regenbogenfarbenes Album. So, ich werde mich jetzt auch in den Pokepark begeben. Sprich mich einfach an, wenn du Fragen hast. Also man muss halt bei manchen Pokémon halt mehr als einmal fangen spielen oder einmal kämpfen, je nachdem. Oder sie werden halt schneller mit der Zeit. Nähere dich einem Schild und drücke Bestätige 2, um zu lesen, was darauf geschrieben steht. Die Botschaften auf dem Schildern können dir bei deinen Abenteuern womöglich von großem Nutzen sein. Gucke mal, was steht da drauf? Na, bei der Klopf. 1 und 2, gell? Pika, pika. Hier entlang zum Pokepark. Sprich mit Plauderkai, wenn du bei deinem Abenteuer ein Problem hast. Vor allem das Schild sagt extra Plauderkai, gell? Das hat der Plauderkai selber hingeschrieben, oder? Die Pokepark betreten? Ja, natürlich. Damit mir nach 13 Minuten endlich mal zu dem kommen, was mir eigentlich, ja, was eigentlich der Titel vom Spiel aussagt. Pokepark. Und da ist er. Wir dürfen nicht vergessen, ist übrigens ja, man hat es ja schon am Namen, ist ein Wii-Spiel und ich finde eigentlich, für ein Wii-Spiel sieht es immer noch schön aus, also muss man sagen, mit viel Details. Auch wenn die Bäume vermutlich dann in der heutigen Zeit schon wieder aussehen wie Pappaufsteller in dem Sinn, aber ihr wisst ja, wie es ist. Die Grünzone, weite Wiesen und sattes Grün. Na, da ist ja Indivier. Na, ihr zwei? Pikachu, es geht dir also gut. Glumanda, Plinfa und ich sind hier alle den seltsamen Tunnel hinabgeflogen. Aber dann sind wir plötzlich in die Tiefe gestürzt und wurden voneinander getrennt. Dieser Ort nennt sich Pokepark. Im Moment befinden wir uns offenbar in einem Abschnitt des Parks, der Grünzone genannt wird. Sieh dir nur einmal dieses grüne, satte Grün an. Hier kann man es echt aushalten. Ihr scheint ja richtig dicke Freunde zu sein. Willkommen im Pokepark. Ich war schon ein paar Mal zur Entspannung hier. Du solltest die Gelegenheit nutzen und dich an einem der vielen Spiele hier versuchen. Frage doch mal Pokémon in der Nähe des Schildes, ob du es mal ausprobieren darfst. Du bist mit Endivi begegnet. Wir sind ja schon Freunde. Wo ist es denn jetzt? Bist du wieder weggelaufen? Na, Plauderkai? Wie ich sehe, bist du deiner Freundin Indivi begegnet. Was? Hasbro hat dich eingeladen, an einem der Spiele teilzunehmen? Verstehe. Na gut, warum nimmst du ihr Angebot nicht einfach an? Ja, machen wir einfach mal. Und das ist halt so dieses Adventure-Modus, dass man halt wirklich auch Pokémon einfach entdeckt und mit denen redet und sowas. Hier zum Beispiel ein... Gott, wie hieß es nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Ich weiß nur, dass... Ich glaube, Torterra heißt die letzte Entwicklungsstufe, gell?
Cellast. Nee, Chelterra. Torterra ist, glaube ich, der englische Name wieder. Cellast. Ist das dein erster Besuch hier in der Grünzone? Diese Idylle ist einfach wunderbar. Oder steht dir der Sinn eher nach etwas mehr Nervenkitzel? Achso, der redet nur ganz normal. Ich weiß gar nicht, bei manchen Pokémon muss man, glaube ich, ein bisschen warten, bis man mit denen dann wirklich fangen spielen kann und sowas. Bei meinem letzten Besuch habe hier mehr Pokémon herumgetollt. Ach, es sind relativ wenige hier. Dann gucken wir mal, was... Ja? Endivir? Was ist das wohl mit diesen Spielen, was wohl mit den Spielen auf sich hat? Ich werde es herausfinden. Und wie ihr gerade gesehen habt, da Endivir schon vor unser bester Freund oder Freundin war, ist halt da schon das Regenbogenalbum zu sehen. Na, Bisasam? Du bist am Schüttelsprint. Du willst am Schüttelsprint teilnehmen? Pech für dich. Den Pokémon in der Grünzone ist es nicht erlaubt, an einer der Spiele teilzunehmen oder eine andere Zone zu betreten. Aber was Bisaflor nicht weiß, macht Bisaflor nicht heiß. Wenn du es niemandem verrätst, lasse ich dich an meinem Spiel teilnehmen. Wofür sind diese Spiele überhaupt gut, wenn man nicht an ihnen teilnehmen darf? Ich verstehe dieses Verbot nicht. Komm, Pikachu, lass es uns einfach mal versuchen. Ui, das wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn man dann noch spätere Pokémon hat. Also ich mit Stimmen verstellen und so, ihr wisst ja, wie es ist. Mein Spiel ist ein Wettlauf gegen mehrere gegnerische Pokémon. Wenn du innerhalb der Mindestleistungen ins Ziel einläufst, hast du das Spiel gemeistert. Normalerweise kostet die Teilnahme am Schüttelsprint 5 Bären, aber von dir verlange ich 5 fürs Erste keine Gebühr. Du bist immerhin der erste Teilnehmer seit langem. Willst du Schüttelsprint spielen? Ja. Sehr schön, so gefällst du mir. Bisasam. Und hier haben wir ich liebe die Musik hier. Die hört sich zwar ganz simpel, aber irgendwie lädt die halt zum Abgehen ein. So, Schüttelsprint mit Bisasam. Breche so schnell du kannst durch den Waldparcours und erreiche das Ziel. Mindestleistung 10 Sekunden. Spielanleitung. Schüttle die Wii-Fernbedienung, sobald der Startschuss gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. Also, ja, wisst ja, Wii-Spiel und ihr seht schon, was man hier alles an Pokémon spielen kann. Also, die kann man wirklich hier alle dann auch in diesem Modus spielen. Ich bin mir noch so nicht sicher, ob ich wirklich jedes einzelne Spiel, jedes einzelne Pokémon spielen werde. Aber ich werde zumindest versuchen, jedes Pokémon in dem Let's Play hier zu befreunden. Sage ich mal. Freundschaft zu schließen. Pikachu nicht pennen, es geht gleich los. Bonusleistung bei 79. Ja, und wie ihr es ja schon gehört habt, es geht halt nur darum, die Wiimote zu schütteln. Und wenn man es hier im richtigen Moment schüttelt, dann hat man sogar noch einen Boost, den ich jetzt leider nicht hinbekommen habe, aber ist nicht so wild. Weil das ist, gerade weil es ja das erste Minispiel ist, eigentlich auch relativ einfach. Wie ihr gerade gesehen habt. Und wenn es nur um Schütteln geht, ist es sowieso relativ simpel. Yay, neuer Rekord. Spiel geschafft. Sozusagen auch mehr oder weniger das Tutorial. Und hier kriegt man direkt 100 Bären. Neue Bestleistung. Ja, sehr schön. So, was ich eigentlich noch sagen wollte ist, dieses Let's Play wird halt wirklich geguckt 20 Minuten lang immer. Und es kommt halt immer Montag, Mittwoch und Freitag um 15 Uhr. Also, dass ich da halt immer wieder 3 Folgen pro Woche habe. Glückwunsch, du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nur gemeistert, aber vergiss nicht, dass deine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das überhaupt? Sobald einer deiner Freunde die Mindestleistung erzielt, gilt das Spiel auch für dich als gemeistert. Dies ist eben wahre Freundschaft. Oh, und hier, das ist für dich. Der hat einfach mal den Prismensplitter dabei. Ja, und ich denke mal, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich habe das auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, dass man halt wirklich nach jedem Minispiel halt so einen Prismasplitter bekommt. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spielen nach dem Rechen sah. Dann erschien mir Mew in einem Traum und bat mich darum, ihn demjenigen zu übergeben, der als erstes das Spiel meistert. Das bedeutet, er gehört nun dir. Mew, warum nimmst du nicht einfach selbst dieses Splitter an dich und ja, okay. Oh. Kekabor. Hier, ihr da, habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Menki. Ihr wisst doch, dass es in dieser Zone längst verboten ist, an diesem Spiel teilzunehmen. Das war's, du kommst jetzt sofort mit mir zu Bisaflor. Was, warum denn? Nein, lass mich in Ruhe. Warum vor allem in Divir, weil... Pikachu hat doch gespielt. Das war mit in Divi. Oh Mann, ey. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich habe das ist das meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, an diesem Spiel teilzunehmen? Oh bitte, du musst Endivir retten. Ja, du musst sie einfach retten. Einfach so. Menki sagt, er würde sie zu Bisaflor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Flusses auf. Okay.
Aber ich würde mal sagen, das war doch ein guter Start, oder? Was meint ihr? Vielleicht mal ganz kurz hier mit ihm hier sprechen. Schrecklich Hunger, Glieder schwach, dieser Duft wie köstliche große Beere aus Holzkiste. Zerbreche Holzkiste, bringe mir große Beere, schnell. Mit setze zum Sprint an und rempele gegen eine Holzkiste, um sie in ihren Einzelteile zu zerlegen. Es lassen sich gelegentlich nützliche Gegenstände oder Beeren in ihm finden. Ja, einzelne große Beeren kannst du durch das Drücken von 2 aufheben und mit Steuerkreuz herumtragen. Auch wieder mehr in der Tutorial und diese riesige Beere will Mamfax so haben. Und Pikachu ist riesenstark. Ja, super stark hier. Wobei vielleicht die Beere ja auch relativ leicht. Kann natürlich auch sein. Deine große Beere sehr köstlich sieht aus. Wo du zu mir geben willst. Großes, vieles Dankeschön. War sehr, sehr lecker. Du und ich jetzt sind Genossen. Du, wo du schon hast gewusst. In diese gibt es viele verschiedene Sorten von Beeren. Oh Gott, habe ich ihm die Stimme gegeben. Nämlich die grüne Beere, die rote Beere und die goldene Beere. Die goldene Beere ist aber sehr, sehr selten. Man packt uns jetzt ein Freund. Okay. Oh, und Tropius ist auf Bärenjagd. Okay. Stimmt, da war ja was. Also je mehr Pokémon man freundschaftlich, umso mehr verwandelt sich halt hier auch das Ganze, die ganze Umgebung so ein bisschen. Also ich weiß nicht, die Umgebung. Es kommen halt mehr Pokémon dazu. Und dann kann man halt mit nacheinander anderen quatschen, die man halt dann, ja, auch befreundet. Und ja, aber wie gesagt, das war jetzt ein guter Part, denke ich mal, also gute Länge. Und wie gesagt, es kommt immer Montag, Mittwoch, Freitag um 15 Uhr, wer sich das Spiel Let's Play hier ansehen möchte. Mein Ziel ist natürlich, alle Pokémon hier zu befreunden. Und da gibt es natürlich auch ein paar Passwörter, wo ich dann halt mir nebenbei dann mal noch, im Internet aufschreiben muss. Weil ich glaube, die kriegt man nicht wirklich im Spiel. Und, weil es sind dann Pokémon, die man halt nur bekommt, wenn man die Passwörter eingibt. Oder halt, eher gesagt, hier im Spiel freischalten, dann muss man sich mit ihm befreunden. Und dann, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokepark Wii sehen wollt. Pikachus großen Abenteuer, gell? Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.